und das TV-Duell. Auch in der deutschen Presse heute ein großes Thema. Die Welt schreibt beispielsweise, Macron legt Le Pens Inkompetenz bloß, sie seine Überheblichkeit. Darüber wollen wir sprechen und schalten nach Paris. Anne Arendt, wie war Ihr Eindruck vom Duell? Na, Emmanuel Macron ist aus der Debatte mit der Kandidatin der extremen Rechten, mit Marine Le Pen, als Sieger hervorgegangen. Das sagen auch erste Umfragen. Insgesamt hat sich Marine Le Pen zwar besser geschlagen als bei dem Duell vor 5 Jahren. Die beiden standen sich ja schon einmal vor einer Stichwahl gegenüber. Aber auch dieses Mal war es so, jedes Mal, wenn es um Konkretes ging, wenn es um die Umsetzung politischer Maßnahmen ging, wenn es um Zahlen ging, geriet sie ins Wanken. Was das Duell vor allen Dingen aber offengelegt hat, ist, dass hier wirklich zwei völlig unterschiedliche Wege für Frankreich auf dem Tisch liegen, zwei völlig unterschiedliche Visionen. Wir haben auf der einen Seite Marine Le Pen, die Nationalistin, die Frankreichs Interessen über alles stellt, die Frankreich als Weltmacht sieht, in einem unabhängig von Europa. Und wir haben Macron, der sich auch für die Interessen Frankreichs einsetzt, aber in einem gestärkten Europa, das er weiter voranbringen will und dessen Kern er vor allen Dingen in der deutsch-französischen Freundschaft sieht. Sie sagen es, die beiden sind sehr, sehr unterschiedlich, haben sich auch sehr unterschiedlich positioniert. Dennoch buhlen Sie ja dann letztlich am Sonntag um ähnliche Wähler. Wie wollen Sie denn die linken Wählerinnen, auf die es ja dann offenbar ankommt, von sich überzeugen? Die linken Wähler dürften in der Debatte vor allen Dingen darauf geschaut haben, was die beiden Kandidaten zum Thema Rente und zum Thema Einkommen sagen. Besonders heftig wurde da gestritten darüber, wie die Kaufkraft der Französinnen und Franzosen gestärkt werden soll, was wirklich das große Thema in diesem Wahlkampf war. Emmanuel Macron hat zudem auch sehr viel über den ökologischen Umbau des Landes gesprochen und könnte damit möglicherweise bei den jungen linken Wählern gepunktet haben. Der ausgeschiedene Kandidat aus dem linken Lager, Jean-Luc Mélenchon, hat auf die Debatte bereits reagiert und sagte, er sei nicht überzeugt, Frankreich habe Besseres verdient. Okay, welche Rolle spielte der Krieg in der Ukraine? Der Krieg in der Ukraine spielte insofern eine Rolle, als dass er die Beziehungen zu Russland in den Fokus nimmt. Macron warf Marine Le Pen vor, dass sie sich abhängig gemacht hat durch russische Kredite, dass sie sich abhängig gemacht hat von Wladimir Putin, Kredite, die sie im Übrigen noch nicht zurückgezahlt hat. Marine Le Pen ist gegen einen Importstopp von russischem Gas. Sie sagt, die Franzosen und Französinnen würden dann darunter zu sehr leiden. Das sei zu folgenreich. Macron hingegen setzt auf die Energieunabhängigkeit Frankreichs. Wir hören immer wieder die Frankreich-Wahl, die Schicksalswahl für Europa. Worauf kommt es denn jetzt in den letzten 3 Tagen vor der Wahl, auf den letzten Metern an? Es kommt jetzt vor allen Dingen auf die Unentschlossenen an, auf all jene Wähler, die bei der ersten Wahlrunde für keinen der beiden Kandidaten gestimmt haben, weder für Macron noch für Le Pen, und die jetzt nun hadern, überhaupt zur Stichwahl zu gehen oder möglicherweise auch einen ungültigen Stimmzettel abgeben wollen. Vor allen Dingen die Wähler aus dem linken Lager tun sich da schwer, und Macron liegt zwar derzeit vorn, aber der Abstand ist bei weitem nicht so groß, dass man sich jetzt entspannt zurücklehnen könnte. Dafür steht für Europa und dafür steht für Frankreich natürlich und auch für Deutschland sehr viel auf dem Spiel. Vielen Dank, Anne Arendt, für diese Einschätzungen am heutigen Morgen. Es ist und bleibt eine knappe Kiste. Danke nach Paris.